Fragen wir nach bei unserem Korrespondenten in Brüssel, Stefan Leifert. Wie muss man sich diese Geberkonferenz vorstellen? Was passiert da jetzt genau? Ja, man kann sich das tatsächlich so ein bisschen wie eine Spendengala vorstellen. Eine Spendengala, die natürlich virtuell stattfindet. Hier hinter mir im Kommissionsgebäude sitzt Ursula von der Leyen und moderiert diese Videoschaltkonferenz, die jetzt seit 2,5 Stunden schon andauert. Und dann redet ein Staats- und Regierungschef nach dem anderen oder auch die Vorsitzenden von großen weltweiten Organisationen. Und am Ende jedes kurzen Redebeitrags wird dann immer gesagt, wie groß die jeweilige Spendensumme ist. Das Ganze läuft jetzt 2,5 Stunden. 6 Redner stehen insgesamt noch auch auf der Liste. Wir neigen also uns also so langsam dem Ende hier zu. Und vor wenigen Minuten stand das Spendenbarometer jetzt bei 5,7 Milliarden Euro. Also viel fehlt nicht mehr, um die 7,5, die angepeilt sind, zu erreichen. Deutschland zum Beispiel gibt 525 Millionen Euro, Großbritannien 440, Frankreich ist mit einer 500 Millionen dabei. Aber auch selbst wenn diese 7,5 Milliarden hier am Ende zusammenkommen, jedem ist völlig klar, das ist bestenfalls ein Anfang. Klingt tatsächlich wie eine Gala, allerdings leider ohne Gala-Gäste. Aber mal angenommen, dieses Geld, 7,5 Milliarden Euro, kommen zusammen. Wie kann das denn dann dazu führen, dass es wirklich ein einheitliches, gebündeltes Vorgehen in Sachen Forschung gibt? Also sicherstellen kann die EU-Kommission das als Veranstalter nicht. Das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Allerdings, dieses Bündnis ist wirklich groß. Die EU gehört dazu, China ist mit im Boot. Selbst so Länder wie Saudi-Arabien als G20-Vorsitz ist dabei. Aber auf der anderen Seite wahr ist auch, es gibt einen weltweiten Konkurrenzkampf um die Entwicklung eines Impfstoffs. Die USA, Donald Trump, sind dezidiert nicht dabei. Und so ist jetzt eine Konkurrenzsituation entstanden zwischen der Allianz, die sich hier heute in dieser virtuellen Konferenz formiert, auf der einen Seite und den USA auf der anderen Seite. Der US-Präsident hat hier in Brüssel den Verdacht genährt, dass wenn ein Impfstoff in den USA gefunden werden würde in den nächsten Monaten oder bis Ende des Jahres, dann könnte das ein Impfstoff à la America First sein. Und genau das will man hier natürlich verhindern, aber sicherstellen, das ist auch Teil der Wahrheit, kann das hier in Brüssel natürlich niemand. Was ist denn Ihre Einschätzung? Kann das funktionieren ohne eben wichtige Player wie die USA oder Russland? Es kann theoretisch funktionieren und man überlegt hier in Brüssel jetzt auch, was die richtige Strategie ist, um angesichts dieses Konkurrenzkampfes sicherzustellen, dass man zu einem Impfstoff gelangt, der dann am Ende auch weltweit zugänglich ist. Zwei Dinge können dabei helfen. Zum einen wäre es natürlich hilfreich, wenn diese Allianz, die sich hier heute formiert, den Wettlauf gegen die USA gewinnt. Einerseits. Andererseits eine andere Möglichkeit, die auch hier schon konkret diskutiert wird, ist zum Beispiel die Regeln der Welthandelsorganisation zu lockern. Also nehmen wir mal an, ein US-Unternehmen oder ein von den USA bezahltes Unternehmen findet einen Impfstoff. Dann muss das ja patentiert werden. Und die Regel ist dann, dass diese Firma ein Patent erhält, was dann viele Jahre geht. Und diese Firma hat das Recht darauf, über die Lizenzen zu verfügen. Dieses Recht könnte man angesichts der weltweiten Pandemie ein wenig lockern und dafür sorgen, dass man Zwangslizenzen erteilt gegen den Willen des Unternehmens, sodass es also leichter möglich wäre für Länder in Afrika oder in allen Teilen der Welt an eine Lizenz und dann eben an ein solches Medikament zu kommen. Aber diese Diskussion, die steht noch sehr am Anfang. Jetzt ist ja die Europäische Union und auch die Kommission in den letzten Wochen nicht unbedingt als besonders schlagkräftig aufgefallen, ist vielleicht auch nur mein Eindruck. Jetzt eben diese Idee, international vorzugehen, wie bewerten Sie das? Kann das klappen, dass man jetzt nationale Interessen hinten dran lässt und wirklich gemeinsam vorangeht? Also dieser Eindruck, dass die EU und vor allem die Institutionen der EU vor allem zum Beginn der Pandemie ein bisschen im Hintertreffen waren, das wird in der EU weit geteilt und es würden auch hier in Brüssel viele so bestätigen. Vielleicht ist die Entwicklung dieses Impfstoffs und die vor allem weltweite Koordination, die jetzt irgendwer übernehmen muss, die letzte Chance für die EU-Kommission, hier noch eine gewichtige Rolle zu spielen. Denn anders als bei der Diskussion um Lockerungsmaßnahmen oder Fragen des Lockdowns und Grenzschließungen ist hier jemand gefragt, der das Ganze jetzt koordiniert. Und keiner würde bestreiten, dass die Entwicklung eines Impfstoffs wirklich ein Projekt ist, was global gesteuert werden muss. Also wenn es der EU-Kommission heute gelingt, den Startschuss erfolgreich zu bewältigen, diese Summe, die angepeilt wird, zusammenzukriegen und vor allem auch eine erkleckliche Zahl an Playern zusammenzukriegen, dann wäre das vielleicht eine Chance, das Chaos, was in den ersten Wochen der Pandemie geherrscht hat, vergessen zu machen und jetzt hier eine gewichtige Rolle zu spielen. Vielen Dank für diese Informationen nach Brüssel. Vielen Dank, Stefan Leifert.